Also hier kommen wir auf jeden Fall raus, das ist gut. Das heißt, hier kommen wir rein. Ja, wir machen erstmal so. Also was hätten wir denn hier überhaupt? Also, wir kommen hier runter. Wir können ja hier auch gucken, ob wir hier mit Slabs runterkommen. Das wäre so eine ganz glatte, flache, zarte... Keine Slabs. Moment. Dass wir hier so ganz... bisschen runtergehen. Und dann machen wir nämlich schön... Schmeiß weg. So. Ich glaube, das ist gut so. Ja, dieser ganze Kram wird auf jeden Fall nochmal abgerissen, nochmal schön gemacht. So, dann machen wir nämlich hier Slabs. Unterkante. Oberkante. Weil die Fallen... Also, da, ganzer Node. Da, ganzer Node drunter, okay. Moment. Kriegen wir hin. So. So. Kies, Slab drauf. Kies, Slab. Kies, Slab drauf. Ja, wir gehen hier mit Slabs runter. Das ist doch voll entspannt. Genau, hier oben müssen wir gucken. Dann machen wir so ein Holzgerüst drum hier oben und dann... Nee, hier vorne gehen wir mit Treppen runter. Moment. Hier gehen wir mit Treppen runter. Und zwar hier schon. Ich bin schon wieder voll, Junge. Hier gehen wir mal Treppen runter. Und dann sind wir nämlich hier relativ steil nach unten. Hat den Vorteil, wir müssen hier oben nicht so viel irgendwie umbauen. Und wir fangen hier auch wieder an mit Treppe ist hier am Knick. Ah, dann gehen wir nämlich hier noch ein. Oder gehen wir hier keinen mehr? Doch, wir gehen hier noch einen mit Treppen runter. Kies, 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 Kies. Kann man die Sache mit den Slabs ja eigentlich schon fast wieder schenken, ne? Oh, gut, dass wir noch eine haben. So, wir gehen hier auf jeden Fall ein Stück geradeaus rein. So. Und drei breit, weil Tunnel drei breit halt einfach geiler ist als zwei breit. So. Ja, wie wir dann hier draußen tatsächlich den, ach, Idiot. Wie wir hier draußen dann tatsächlich den Tunnel irgendwie rauskommen lassen, da können wir dann ja immer noch mal gucken. Und hier zwischen machen wir Slabs. Das heißt, hier fangen wir an mit Slabs. Dann kommt 3, 3, 2. Na gut, okay, wir haben hier den. Wir gehen hier noch einen weiter rein. Dann haben wir nämlich 2, 2. Okay. Läuft bei dir. Dann haben wir hier 2.
Dann haben wir hier zwei. Dann haben wir hier zwei. Und schon geht das auf. Ist das nicht ein schöner Abstieg? Geht so. Oh, was man natürlich... Was wir auf jeden Fall machen müssen, wir werden gar nicht drum rumkommen, wir brauchen hier eine Tür. Weil, diese ganze Geschichte von wegen, Straßenbeleuchtung, die funktioniert mit Mese und wir müssen das verlegen. Das heißt, hier muss auf jeden Fall eine Tür rein. Das heißt, wir sind hier überall ein zu weit. Weil wir hier oben drei brauchen. Hier kommt nämlich dann die Tür rein. So, dann brauchen wir hier wieder. Und dann brauchen wir hier wieder. Und dann brauchen wir hier wieder. So. Und dann passt das. So. So. So ist doch okay. Kann man, glaube ich, anbieten so. Und es fällt auch kaum auf, dass der Weg eigentlich viel zu breit ist. Oh, hier vielleicht so ein bisschen. Moment. Wir setzen hier mal ein. Einen hier rein. Dann machen wir nämlich hier einen weg. Und dann machen wir da einen... Upsa. Machen wir da nämlich einen hiervon rein. So. Vorher wäre geiler, ne? Wir machen das wieder zurück. So. So. So war geiler. So, also. Baum braucht erstmal hier ein Dings. Ein Stamm. Gut, dann kommt man nämlich hier angelaufen. Kommt hier in diesen Tunnel rein. Und hier unter ist natürlich der Baumstamm, geht hier selbstverständlich weiter. Das wären ja eigentlich dann die Wurzeln da unten, ne? Ich hab bestimmt eine Axt dabei. So. Es wären ja eigentlich die Wurzeln. Gut, das heißt, damit das nicht so ganz komisch aussieht, ist hier auf jeden Fall Cobblestone. Dann ist hier auch Cobblestone. Und nach dem Baum machen wir Holz, und zwar machen wir Holz hier. Dann gucken wir gleich mal. Erstmal brauchen wir Holz. So. Dann habe ich natürlich zu viel im Inventar. Ich habe natürlich jetzt auch nichts dabei, woraus ich mir irgendwas bauen könnte, ne? Also, das Holz kommt hierhin, 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 hierhin. Und es kommt dann halt bis hier irgendwo raus. Das heißt, bis hier machen wir Holz. Den machen wir... 3 hoch. Das heißt, hier unten kommen wir dann auf der Kante hier unten raus. Noch die Reihe Cobblestone rein und dann kommen wir nämlich mit den Slabs hier oben einmal zumachen. Und dann haben wir nämlich hier schön, ohne dass man sich den Schädel stößt, geht es nämlich hier mit den Slabs los. Da ist schon wieder was verpufft, ich habe es genau gesehen. Da bauen wir jetzt nämlich eine schöne Holzkonstruktion hin. Schön in Anführungszeichen. So.
So als Eingang quasi, ne? Da ist schon wieder was verpufft. Ist jetzt natürlich so ein bisschen scheiße mit der Tür wieder, ne? Oh, dann haben wir hier auf jeden Fall einheitlich. Und dann hier einmal rum hoch und dann kriegen wir ja doch noch so ein bisschen unsere Sonnenliege hier oben. So. Gut, Zaun habe ich noch dabei, sehr schön. Welchen Zweck das hier oben dann hat, keine Ahnung, aber es sieht zumindest so aus, als wenn es Absicht wäre. Beziehungsweise. Da lassen wir unseren normalen Weg hochgehen. Das heißt, wir machen hier. Und wir machen hier. Was mache ich denn gerade? Erde. Wir brauchen Erde. Hier nämlich erstmal ein bisschen zumachen wieder. Und hier ein bisschen zumachen. Und wo wir gerade dabei sind, ziehen wir das Ganze hier so ein bisschen rüber. Und dann machen wir hier wieder auf. Und dann machen wir hier nämlich ganz einfach vor dem Tunnel noch eine kleine Abzweigung hin. Ich hatte doch einen Hammer, oder? Oder ist er schon wieder hinüber? Oder habe ich den vielleicht einfach irgendwo weggeschmissen? Ich meine, es ist schon spät. Also es ist schon 11 Uhr jetzt. Und jetzt sind wir auch schon wieder bei fast 2 Stunden. Da darf man dann auch schon mal so ein bisschen nachlässig werden. So wie hier zum Beispiel. Das wird doch wieder scheiße hier. Ich sehe das doch schon. Das ist doch wieder alles ein Mist hier. Ein Mist, ein Elender. Wir müssen hier nämlich noch ein weiter zurück. Da muss man nämlich hin. Und hier müssen wir hin. Weil hier Cobblestone davor ist. Und hier auch. Jetzt ist hier schon wieder so dunkel. So. Kommen wir hier nämlich wunderschön um die Ecke rum. Sind doch mal Metallstücke drin. Ich höre das doch geklödern da. So. So. So ist doch hier um die Ecke rum. Hierhin.
da dann direkt um die Ecke rum. Da gucken wir gleich mal, wie wir dann da hochkommen vernünftig. Oder auch nicht. Oder wir machen hier so einen Platz oder sowas. Wollen wir hier so einen Platz machen? Wir machen hier. Wir machen hier mal einen Platz. Dann haben wir doch noch eine Aussichtsform, Plattform. Das ist doch auch schön. So, und zwar bis hier zum Rand. Und hier am Rand ist dann der Cobblestone, oder was? Der Cobblestone ist dann hier der Rand, okay. Dann hier noch. Ja. Und dann haben wir von denen haben wir natürlich keine mehr. Ja. Das ist dieses Stück hier. Okay. So. Und hier ist dann. Genau, hier ist dann der Zaun drum, dass man nicht runterfällt. Hm. Müsste ja hier, ne? Wir machen das mal so. Ich würde ungern hier nämlich diese Ecke versauen. Die ist hier schon genug versaut. Auch keine Erde mehr. Och, ja. Oh, oh, oh. Naja. Was soll's, was soll's. So. Oh, hier nehme ich überall schön. Schön Kies draus. So. Dann machen wir hier nämlich dasselbe Prinzip wie, beim Weg auch. Zum Wald hin ist es offen. Und vom Wald weg ist es dann natürlich entsprechend, ja, zu. Und hier oben sogar dann mit dem Zaun zu. So. Sehr gut, genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so und nicht anders. So. Ja, nee. Wir lassen das so. Hat man nämlich hier schön so einen Ausblick nach da und kann nach hier rüber gucken. Und man fällt dann auch nicht runter, das ist auch ganz gut. Hier ist natürlich so ein bisschen Kacke. Hier muss natürlich noch wieder ein bisschen aufgebaut werden, das Ganze. Hier kommt man in den Tunnel mit diesem komischen Vorbau hier. Ich glaube, wir machen den Vorbau bis hier mit Holz, ne? Wir machen den bis hier mit Holz. So. Ach, da ist nichts. Gut. So. Holz rein. So. Dann geht das nämlich hier auch mit der Tür wieder auf. So. Und der Rest, hier unten kommt natürlich auch Holz rein. Ja, das ist dann einfach, dass der Eingang und Ausgang sind so ein bisschen unterschiedlich dann eben mit Holz gestaltet. Und der Tunnel selber, der kriegt natürlich ganz normal irgendwie ja, Steinziegel oder sowas. Da gucken wir gleich mal. Jetzt hat das echt nicht gereicht, das Holz. Obwohl, wir haben ganz viele Slabs. Warte mal, wir haben ganz viele Slabs. Wir können aus den ganzen Slabs können wir wieder Holz machen. So. Und dann haben wir wieder Holz. So. Hier auch noch rein. Ja, und hier von außen ist dann halt irgendeine Art von Tunneleingang. Und hier in der Mitte, da kommen auch noch Lampen rein. Kann man hier, kann man eigentlich hier und hier. Ja, ne? Machen wir hier. Und hier, es soll ja relativ hell sein. Das heißt, wir brauchen relativ viel Beleuchtung. Da können wir eigentlich auch eine reinsetzen, oder? Da setzen wir auch eine rein. Ja, wir haben hier halt diesen Baum, ne? Also, der ist halt hier drüben nicht.
Aber hier können wir auf jeden Fall mal ein bisschen Absperrung reinmachen, dass da keiner runterfällt. So ist sicher. So kann hier nichts passieren. Ja, keine Ahnung. Ich würde gerne ein bisschen... Danke. Ich würde gerne ein bisschen Gras haben. So. Da würde eh nichts wachsen. Ja, dann geht's hier zum Strand. Dann geht's hier zur Aussichtsplattform. Oh, wir haben ja auch die Schildermod. Das heißt, wir haben auch so Pfeildinger. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Kann man auch mit Pfeilen dann irgendwie das Ganze ein bisschen ausbauen. So. Nam, nam, nam. Genau, hier ist nämlich von dem Weg der Rest. Hier ist denn das. Genau, hier ist eine Beleuchtung. Hier ist eine Beleuchtung, hier ist eine Beleuchtung. Hier müsste theoretisch ja auch eine Beleuchtung rein. Hm, ne, hier kommt ja die Abschwörung noch vor. Ganz kleinen Augenblick bitte. So, weiter geht's. Weiter geht's. Also, wie gesagt, hier kommt die Absperrung rein oder Tunneleingang rein. Beziehungsweise hier nach 3, weil hier oben auch 3 waren, glaube ich. Genau, guck mal, hier sind nämlich auch 3. Da kommt Stein rein, da kommt der Tunneleingang. Also es wird kein spektakulärer Tunneleingang, es wird einfach so eine Öffnung sein. So halbwegs natürlich, so wie das hier eben auch der Fall ist. Ja, also wird es einfach ein Einstieg, sag ich mal. Hier müsste eigentlich sogar noch... Hier müsste sogar noch Holz hin. Weil sonst ist das Ganze irgendwie... ergibt es keinen Sinn. So ergibt es Sinn. Nur weil hier Ecke und so und hier ist auch Ecke und so. Da oben ist auch Holz. Also hier ist halt ein Slab. Ich glaube, den tauschen wir mal aus gegen einen richtigen Block. Und dann machen wir nämlich hier... So. So ist doch wieder sinnvoll. Ja, und hier eben vom Weg... Die restlichen Cobblestones gehen runter. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal gucken. Erstmal müssen wir das Inventar mal wieder ausleeren. Meine Güte. Ja, ich weiß. So, aber wir können mal eben ganz kurz was gucken. Science, hier diese Richtungsschilder, meine ich. Ich hoffe, die kann man auch in eine andere Richtung drehen. Das heißt, wir machen eins von den Schildern hier. Genau da. Und dann machen wir hier nämlich einmal schwarzen Farbstoff und einmal so Dings drumherum. Und das tun wir dann rein. Okay. Cobblestone weg. So, diesmal tun wir die auch zu den Möbeln, da wo sie hingehören. Genauso wie die Slabs, die auch Möbel sind. Sie kommen ja von der Mod. Also von daher passt das dann schon. Der ist wieder kurz und quer, ist scheißegal. So, erstmal kommt hier der Zaun wieder weg. Den brauchen wir auch nicht mehr. So. Na, so. Dann brauchen wir nicht mehr den Zaun hier. Jetzt brauchen wir dann doch nochmal Cobblestone. Kann man dann nämlich hier gleich mal reinwerfen. Und dann brauchen wir Gitter. Wir brauchen 4 Gitter. Habe ich irgendwo noch Gitter in meinen wahllos sortierten, nicht sortierten Kisten? Mhm. Mhm. Ich glaube aber, drüben hatte ich noch Gitter gehabt. Gehen wir eben rüber. So, und zwar hier längs. Wir gehen den Weg jetzt mal längs, dafür haben wir ihn, ja? Lalalala, was für ein schöner Tag. Ein bisschen wandern.
Hier ist auch immer nur 3 und dann direkt weiter. Ich habe immer das Gefühl, dass das zu eng ist. That's what she said. Okay, ist gut. Sieht so ein bisschen unnatürlich aus, ne? Ach, was soll's. So. Dann gucken wir hier nämlich mal eben rein. Hier, 4. Reicht sogar. Sehr gut, dafür tun wir dann hier das da mal mit dazu. So, dann holen wir uns unser gebrannten Stein einmal ab. Und hier, der Kaktusblock ist fertig. Nice, das dauert einfach nur sehr lange. Fertigung. So. 36 wird nicht reichen. Egal, wir bauen einfach mal. Obwohl. Doch, könnte reichen. Ja, wir gucken mal. Erstmal an den neuen Weg hier gewöhnen. Total irritierend. Man kommt ja jetzt ja auch hier längs. So, dann setzen wir nämlich die Fackel. Die Fackel, die setzen wir nämlich einfach mal hier auf den Boden. Und an die Decke setzen wir auch eine. Hier hin. Die bauen wir dann auch gleich wieder ab. So, und wir setzen die hier schon mal rein, weil wir wissen, hier müssen sie rein. Und den Rest drumherum, den können wir dann rausreißen. Also die Sounds. Also mein erster Eindruck, ich habe ja gesagt, klingt eigentlich ganz geil, aber nee. Es klingt eigentlich nicht geil. Es klingt eigentlich relativ ungeil sogar. Mann, oh. Egal. Hier noch. So. Oder was heißt ungeil? Es klingt halt alles ein bisschen merkwürdig. Vor allem hier, dass man den Kies haut und das klappert, wenn man den haut. Das ist irgendwie nicht logisch. Aber gut. Wer bin ich denn schon? Wer bin ich denn schon? Klingt nach Stöckern. So, also für die Mauern hat es gereicht. Das Problem ist, hinter den Dingern hier, da muss auch noch ausgebaut werden. Da brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 Mal brauchen wir. Weil natürlich diese Taschen für die Fackeln entsprechend ja, auch aus Stein sind. Und da soll ja nicht der... also aus Steinziegeln. Da soll ja nicht der normale Stein drin bleiben. Das heißt, wir gehen eben einmal zurück. Kann auch hier mal durchgehen. So. Und dann müssen wir noch mal ein bisschen brennen. Beziehungsweise es brannte ja noch. So. So. Reicht auf jeden Fall. Dann geht's wieder runter. Und dann machen wir dann da nochmal schön die Fackeln rein. Und dann passt das so. Ah, da, 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 da. Dann Fackel rein. Und Gitter davor. Da, 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 da. Fackel rein. Gitter davor. Können die hier schon mal wieder weg. Da und da und da. Nein, da nicht. Da und da und da. Und Fackel rein und Gitter davor. Und hier
unten das Ganze nochmal. Zack, 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 zack. Und schon haben wir den nämlich wunderbar beleuchtet, den Gang. Leck mich am Arsch. So. So. Doch. Ja, nee. Ja gut, hier fängt es auch anders an. Also wir haben hier auf jeden Fall dann drei auf der unteren Ebene und drei auf der unteren Ebene. Wie das dann hier oben ist, das ist dann halt so. So. Da kommt jetzt noch schön irgendwie irgendwas drumrum. Hier, sowas kommt drumrum oder so. So. Und dann... Wir können natürlich auch hier so... sowas machen. Sowas machen. Machen wir nicht die großen, wir machen hier so die kleinen da rein. So. Ja. Ja. Oder nee. Oder man macht Slabs dran und können wir mal gucken, wie das mit Slabs ist. Die kriegen wir natürlich jetzt nicht an die Wand. Die müssten wir natürlich irgendwie drehen mit dem Schraubendreher, ne? Es wären dann aber zwei breit. Das heißt, es wäre so. Moment. Wir können das natürlich auch so machen. Ne, wir machen das... Ah, wir machen das einen rein. Wir setzen die hier nach innen. So. So und so. Und so. Und... um Ecke gibt es ja auch noch. Da brauchen wir hier, glaube ich, was von. Genau, nämlich hier zwei von. Und die setzen wir entsprechend nicht so. Die setzen wir so. Nein. Sag mal, wie setzen wir die so? Naja, fast. Also wir setzen sie so. Die lassen sich nicht so setzen. So sollen die sich setzen, ne? Da hat man nämlich hier so einen kleinen Einschub drin, aber die lassen sich einfach nicht so setzen. Das ist ja doof. Ne, siehst du, der wechselt nämlich hier auf den. Und man hier sagt, hier unten, dann macht er so. Und wenn man hier sagt, hier oben, dann macht er das da oben. Wir werden um Schraubendreher nicht drum rumkommen. Das ist ja doof. Wir gehen mal schnell herüber und holen uns ein. Wir haben ja alles da, was wir brauchen. Es ist nur in den Kisten verstaut. So, Werkzeug und sonstiges. Hier, Schraubendrehersammlung. Den heute mal. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Also der Eingang soll ja nicht groß, riesig, mega Aufwand sein, sondern der soll einfach nur... Scheiß Schraubendreher, ich hasse dich. Stirb doch einfach, Junge! Ich schon mal gesagt, dass ich dieses Ding abgrundtief hasse.
Willst du mich verarschen? Lass dich doch mal richtig rumdrehen. Das ist doch albern, sowas. Mann. Verkackter Schraubendreher. Nein. Platziere dich hier unten hin. So. Dieses Eingangstor auch kleiner machen, indem man dann nämlich einfach... Na, diese Dinger hier ganz normal lässt, dann ist das Tor nämlich nicht so groß. Genau, hier kommen die nämlich rein. Dann ist das Tor so leicht in der Wand drin. Und hier vor wäre dann ja so einer. So, und hier wäre halt eben dann... Wo ist der Hammer? Hier, ich will das kaputt hauen. Ich will es kaputt hauen, Junge. Ja, wie gesagt, dieser ganze Teil hier wird komplett anders gemacht. Ja, ob der dann 3 oder 2 breit ist, das kann man dann immer noch mal gucken. Ah, komm hier, scheißegal. Wir lassen das jetzt erstmal so. Hier wird es auf jeden Fall dann 3 breit. Weil, ja, wir hier reinkommen müssen. Und von innen hat man dann eben hier so einen Abschluss. Kommt durch dieses Tor raus. Und wir gehen jetzt mal eben noch mal kurz ein bisschen Stein holen, der natürlich nicht reicht. Und dieser beknackte Schraubendreher, ganz ehrlich, du kommst jetzt hier in die Mülltonne. Ich hab die Schnauze voll von dir, du blödes Scheißteil. Tschüss. So. Deckel drauf und weg. So, das 6 reicht aber nicht. Das sehe ich so schon. Das heißt, wir schmeißen einfach mal ein bisschen Cobblestone wieder rein in die Kiste und dann geht das dann schon. Wir gehen mal hier links. So, hier Treppe runter. Hier raus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Na, hier wäre ja dann... Gut. Machen wir hier wieder mit Erde zu. Jetzt ist es so ähnlich, wie es vorher auch war. Und ich glaube, hier oben war auch noch Erde, ne? So. So. Es soll ja kein aufwendiges Tor sein. Es soll einfach nur so einen kleinen Durchgang bieten. Und hier oben, auf der Seite, da haben wir ja hier dann unseren Abstieg. So, hier kommt die Tür rein. Das heißt, eine schöne Holztür. Oder so. So, und dann kommt man in den Raum oder in den Bereich, wo dann die Verkabelung liegt für die Straßenbeleuchtung. Oder halt hier eben die Wegbeleuchtung. Dieser ganze Scheiß kommt dann hier nämlich wieder weg. Wie wir das dann genau mit den Straßenlaternen machen, da kommen wir nämlich gleich auch nochmal. Ich hatte das, glaube ich, auch... Oder hatte ich das mal gezeigt? Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob ich das tatsächlich mal schon mal gezeigt habe.
Doch, ich glaube ja. Ich habe es irgendwann ganz am Anfang mal erwähnt, ne? Junge, es wird auf jeden Fall schön dunkel hier. Ja, wir haben ja hier die Südlight-Geschichten. Das heißt, wir bauen hier einen von. Da gibt es dann 7 von und da kann man dann nämlich 7 Straßenlaternen mit ansteuern. Dann brauchen wir ein bisschen Mese, mit dem wir die dann verkabeln. Und dann suchen wir uns hier schön irgendeinen Pfosten raus. Keine Ahnung, hier einen dunklen Pfosten oder einen Dschungelholzzaun. Was zum... Wieso hat der kein... Irgendwas ist kaputt. Irgendwas ist kaputt. Dschungelholzzaun? Dschungelholzzaun? Tenmast? Getarnter Leiter. Ich bin verwirrt. Ich bin maximal verwirrt. Irgendwas funktioniert mit dieser Mod nicht richtig, aber das ist gar nicht weiter tragisch. Es geht wahrscheinlich einfach um diese hier. Ne? Also hier kann man ja auch dann die Sachen verstecken. Also man baut halt hiervon und dann leiten die das Mesesignal dann eins höher. Man sieht aber nicht, dass sie das tun. Und bei den anderen Dingern hier, bei denen sieht man halt, ja, es ist halt ein Pfosten. Und du kannst einen Pfosten ja auch aus einem normalen Material machen. Also machst du entweder hier so einen aus Stein einen Steinlaternenmast oder du machst so einen getarnten Laternenmast eben aus Stein. Da sieht man es nicht und das ist halt eben einfach ein so ein Pfosten, den man dann sieht. Und da kann man auch ein Schwert draus machen anscheinend. Okay, gut zu wissen. Die Mod ist völlig vermurkst. Ich mache die auf jeden Fall, bevor wir sie nutzen, nochmal neu. Dass sie auch vernünftig funktioniert, weil das soll natürlich hier nicht passieren. Man kann natürlich kein Schwert aufs Tisch. Auf jeden Fall baut man halt eben diese Dinger hier und die sind unter der Erde. Da schließt man ein Mesesignal an. Wenn das Mesesignal an ist, leitet er das Signal nach oben. Dann wohl hier an so ein Ding. Beziehungsweise so ein hier. Wie gesagt, die Mod kommt neu, keine Sorge. Bevor die in Produktion geht, kommt die auf jeden Fall neu. Also Mesesignal kommt an. Man nimmt hier so ein Ding und dass es durch die Erde durchkommt, den Punkt, den sieht man dann nicht, wenn man was draufstellt. Und dann sagt man hier so einen Pfosten, den man draufstellt. Dann macht man noch so einen Pfosten, den man draufstellt. Und oben drauf macht man noch eine Lampe. Und die geht dann eben entsprechend an, wenn das Signal unten ankommt. Und ja, damit geht das dann an. Tagsüber ist es dann entsprechend dunkel. Ah, da ist das Ding auch schon leer, Junge. Ja, und die Materialien, das geht alles. Dann machen wir nämlich hier schön alle 100 Meter, keine Ahnung, alle paar Nodes machen eine schöne Straßenlaterne. Ich bin immer noch am Überlegen, ob wir die auf dem hinteren Teil hier von machen oder ob wir die direkt hier oben drauf setzen. Na, gucken wir mal. Na, hier ist ja alles immer oben drauf, das heißt, es müsste dann... Ich glaube, da orientieren wir uns dann auch so ein bisschen dran, dass wir das dann hier überall drauf machen. Und hier die ganzen Geschichten. Wie gesagt, ganz zu Anfang, ja, das Wasser ist noch kaputt, aber zur nächsten Folge ist es wieder in Ordnung. Ich weiß, woran es liegt. Hinten da, die Ecke ist immer noch so, wie sie ist. Das ist natürlich super. Gut, was haben wir jetzt? 2 Stunden 13, ich denke mal, da haben wir dann schön 4 Folgen draus. Das passt doch wunderbar. Wir haben sogar ein bisschen was geschafft, ne? Ganz erstaunt, dass wir so ein bisschen was geschafft haben. Meine Güte. Oh, der ist ein bisschen angeknabbert. Haben wir denn gerade was dabei? Guck mal, wir können den eigentlich mal gleich wieder reparieren. So. Das ist ein anderes, ne? Das ist anderes Laub. Ja, das ist anderes Laub. Weg damit. Es fällt nicht auf. Kommt eh nochmal anders. Also von daher alles gut. Dann sag ich mal, mit dieser Aufnahmesession war es das jetzt erstmal wieder. Ich mach mal Rücken erstmal wieder ein bisschen gerade. Jetzt ist die ganze Zeit schon krumm. Und ich guck mal zum nächsten Mal, dass wir... Genau. Ich guck mal zum nächsten Mal, dass wir die Mod so ein bisschen aufpolieren, dass die dann noch funktioniert. Und dann können wir vielleicht mal gucken, so langsam,
Ja, guck mal, es ist überall drauf. Wir setzen die hier einfach drauf, dass wir so langsam mal so ein bisschen die Straßenbeleuchtung uns irgendwie ausbauen und alles weitere gucken wir dann eben entsprechend, wie wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Den Weg haben wir ein bisschen fertig gemacht. Inzwischen da bin ich ganz froh drüber. Das hat soweit auch ganz gut geklappt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche, erfolgreiches Wochenende, einen schönen Start in den nächsten Monat. Wann auch immer ihr diese Folge guckt. Alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, ne? Haut rein. Tschö.